Hallo meine Lieben, das ist die Zar-Bombe, die stärkste jemals gezündete nukleare Waffe. Die offizielle Bezeichnung lautet AN-602. Acht Meter lang, 2 Meter im Durchmesser, 27 Tonnen schwer. Im Besitz Russlands bzw. der damaligen Sowjetunion wurde sie am 30. Oktober 1961 gezündet. Auf der Insel Novaya Semlya, dem neuen Land. Und gar ihre Erbauer hatten so viel Ehrfurcht vor ihr, dass sie sie nur so bestückten, dass sie eine Energie von 50 Megatonnen abgab und nicht den möglichen 100 Megatonnen. Und selbst diese hatten eine Wucht, die die Little Boy, die Hiroshima-Bombe, um das 4000-fache übertraf. Obwohl man sie in 4 Kilometer Höhe explodieren ließ, verursachte sie einen Krater auf dem Boden der Insel. Der Atompilz schoss 64 Kilometer in die Höhe, ihre Druckwelle umrundete 2,5 Mal die Erde. In Finnland und Norwegen gingen Fensterscheiben zu Bruch. Der Funk im gesamten Gebiet fiel aufgrund der Strahlung aus. Und den Blitz dieser atomaren Mega-Explosion sah man noch in 1000 Kilometer Entfernung. Nicht vorzustellen, wenn eine solche Bombe eine Großstadt wie Paris treffen würde. Ganz Europa hätte unter den Auswirkungen zu leiden. Eine solche atomare Bedrohung ist derzeit aktueller denn je. Noch weit davon entfernt, dass es wirklich passieren könnte, doch schwebt dieses Unheil bei uns allen irgendwie im Hinterkopf. Vor rund einem halben Jahr habe ich euch von Ereignissen rund um amerikanische Atomwaffenstützpunkte berichtet. Jahrzehntelange Beobachtungen über unbekannte Objekte, die es vermochten, die nukleare Bewaffnung der US-Streitkräfte von einem Moment auf den anderen zu deaktivieren. Aus gegebenem Anlass möchte ich euch den Bericht hier noch einmal zukommen lassen. Wäre die Besatzung dieser Objekte die letzte Hoffnung im Fall eines Falles? Drei Air Force-Veteranen berichten von seltsamen und außergewöhnlichen Vorkommnissen während ihrer Laufbahn innerhalb des US-amerikanischen Militärs. Die Geschichte jedes Veteranen ist anders, doch alle Aussagen teilen sich ein zentrales Statement, den Kern ihrer Geschichte. In den 1960er Jahren manipulierten UFOs Atomwaffen, die von der US Air Force verwaltet wurden. Dieser Umstand löste bei den jeweiligen stationierten Piloten, Radartechnikern und anderem Personal sowohl Schrecken als auch Verwirrung aus. Das Pentagon und die Teile der US-Regierung, die über die zahlreichen ähnlichen Begebenheiten informiert sind, wollen diese Vorfälle vertuschen. Dieses Schweigen darüber soll nun endlich gebrochen werden. Unter den drei Männern ist der pensionierte Air Force-Captain David D. Schindel. Er sagt, ein UFO habe 10 Atomwaffen auf dem Gelände seiner damaligen Militärbasis lahmgelegt. Ich habe 40 Jahre lang gewartet, bevor ich meinen Mund aufgemacht habe, und das ist eine wirklich lange Zeit. Ich hatte dieses schreckliche Geheimnis die ganze Zeit im Kopf und fühlte mich so erleichtert, gegenüber meinen Freunden und nahen Verwandten endlich zuzugeben, was ich in der Air Force erlebt habe. Der mysteriöse Vorfall, von dem er spricht, ereignete sich bereits 1966. Damals war er Kommandant der Raketenstartmannschaften auf dem Raketenfeld der Minute Air Force Base in North Dakota. Ich war damals in einem UFO-Vorfall verwickelt, bei dem ein unbekanntes Flugobjekt unsere Waffen manipulierte. Insgesamt 10 Interkontinentalraketen mit Atomsprengköpfen wurden gegen unseren Willen stillgelegt. Captain Schindel weiß noch mehr zu berichten. Im Dezember 1966 sei er auf dem Stützpunkt gerade zu seinem Dienst angetreten. An besagtem Winterabend erhielt er über Funk etliche seltsame Meldungen. Zivilisten kontaktierten die Air Force Base und berichteten von Sichtungen unbekannter fliegender Objekte im nahegelegenen Moorhall. Was er zunächst als Kuriosität abtat, sollte ihm bald schon viel näher gehen, als er bis zu diesem Zeitpunkt noch gedacht hätte. Als er am gleichen Abend zu einem der unterirdischen Raketenkontrollräume gerufen wurde, bat man ihn, sich sofort in das bodengestützte Sicherheitszentrum zu begeben. Er fand dort etliche seiner Soldaten vor, die sich alle vor dem großen Fenster des Zentrums versammelten. Als sie ihm den Blick freigaben, sah er, warum seine Kameraden so beunruhigend am Fenster klebten.
Sie und nun auch er waren Zeuge geworden, wie eine flache Scheibe, die er als fliegende Untertasse beschreibt, über dem Rollfeld der militärischen Anlage schwebte. Und alle waren sich einig, das Ding, was sie dort sahen, war weder etwas von ihrer Technik, noch die von einem anderen Land. Schindel erinnert sich noch genau an die Beschreibung des Kontrollraumleiters, die sich mit seiner ebenfalls deckt. Er beschrieb ein großes Objekt, direkt außerhalb der Umzäunung. Mit hellen, blitzenden Lichtern, aber absolut lautlos, schwebte es nur wenige Meter über dem Boden. Schindel selbst schätzt das Objekt auf etwa 25 bis 30 Meter in der Breite. Er versuchte es anhand der Markierungen draußen auf dem Rollfeld und unter Zuhilfenahme seiner Hände und Arme so genau wie möglich einzuschätzen. Nachdem die Soldaten vor Ort etliche Minuten lang das Objekt vor ihren Augen beobachten konnten, flog es plötzlich zum nördlichen Ende des Geländes und damit außer Sichtweite. Doch nur, um genau dort von etlichen Sicherheitskräften beobachtet werden zu können. Das Sicherheitspersonal, die es nun statt seiner sehen konnten, seien versteinert von dem Anblick des UFOs gewesen. Sie kauerten sich alle in die Ecke des kleinen Gebäudes zusammen, spähten immer wieder durch das kleine Fenster und hofften, dass das schwebende und hell erleuchtete Schiff, das sie dort draußen sahen, nur eine Einbildung sei. Schindel berichtet, woran sich die Sicherheitsleute kurz nach dem Vorfall erinnerten. Es dauerte nur einen kurzen Moment, bis das Objekt in die Luft flog und nur innerhalb einer einzigen Sekunde verschwand. Sie bestätigten uns, dass sie es ebenfalls sahen. Es sei für sie eine erschreckende Erfahrung gewesen. Dies konnte ich sowohl an ihrem Tonfall als auch an ihrem Gesichtsausdruck erkennen. Sie wussten, dass das Objekt kein Hubschrauber war. Unsere flogen nachts nicht, insbesondere nicht ohne vorherige Ankündigung. Doch bei der reinen Sichtung des Objekts sollte es nicht bleiben. Denn das helle, strahlende Objekt schien nicht nur da zu sein, um sich ein paar Militärs zeigen zu wollen. Als sich das Objekt in kürzester Zeit von der Basis entfernte und es auch so schien, als käme es nicht mehr wieder, habe sich Schindel sofort in Richtung der dort gelagerten Atomwaffen begeben. Er sei mit dem Aufzug 18 Meter unter die Erde gefahren, zu dem sich dort befindlichen Kontrollraum, der einzig und alleine für den Start ihrer Atomraketen gebaut wurde. Unten angekommen sei die diensthabende Besetzung sofort und in voller Panik auf ihn zugekommen. Alle atomaren Raketen seien irgendwie deaktiviert worden. So, dass man sie auch nicht wieder hätte aktivieren können. Schindel und seine Männer konnten den Zeitpunkt der Deaktivierung rekonstruieren. Es geschah genau in dem Moment, als das UFO neben dem Haupttor und über dem unterirdischen Kontrollraum schwebte. Alle Raketen zeigten eine Fehlfunktion des Leit- und Kontrollsystems an. So eine Situation hatten wir noch nie erlebt. Nie vor diesem Vorfall und nie wieder danach. Für uns war das alles ziemlich neu. Es war sehr beunruhigend und als wir versuchten, diese realen Geschehnisse zu begreifen, fiel es uns allen sehr schwer, Herr über diese Situation zu werden. 24. März 1967, die Malmstrom Air Force Base in Montana, USA. Captain Robert Salles ist der Kommandant einer geheimen unterirdischen atomaren Startkontrolleinrichtung. Er berichtet von einem erschreckenden Vorfall an diesem kalten Tag im Spätwinter. Ich war zu dieser Zeit für 10 Atomraketen verantwortlich, als ein UFO vorbeikam und über unsere Einrichtung schwebte. Und während es dort schwebte, wurde es von allen unseren Wachen gesehen. Ich war gerade 18 Meter unter der Erde eingeschlossen, in der Betonkapsel, wie wir den Kontrollraum nannten. Es wurde mir direkt von den Wachen oben gemeldet. Während das Objekt dort oben schwebte, haben wir hier unten alle 10 Raketen durch Lenk- und Kontrollfehler verloren. Für Salles etwas, das einfach nicht sein könne. Die gleichzeitige Abschaltung sei ein unmögliches Ereignis. Die 10 nuklearen Minuteman-Raketen laufen alle auf voneinander unabhängigen Systemen. Selbst wenn sie es wollten, wären sie nicht in der Lage dazu, dies zu tun. Dieser vermeintliche Angriff durch das unbekannte Objekt zeige ein Niveau an Intelligenz, das zu dieser Zeit kein Mensch besaß. Die Raketen befanden sich schließlich im sogenannten No-Go-Zustand. Dies bedeutet, dass er sie nicht hätte abfeuern können, selbst wenn er wollte. Die Basis habe schließlich einen ganzen Tag gebraucht, um die Waffen wieder online zu bringen. Sie konnten keinerlei physischen Schäden noch sonstige Erklärungen für das plötzliche Problem mit den Raketen finden. 8 Tage zuvor, am 16. März 1967, sei etwas Ähnliches auf einem anderen Atomwaffenstützpunkt passiert. Er ist fest davon überzeugt, dass nur intelligentes, außerirdisches Leben hinter diesen Ereignissen stecken kann, die so zahlreich auch auf anderen Stützpunkten in den folgenden Jahren geschahen.
Eine Demonstration ihrer Macht, aber ebenfalls eine Botschaft an uns alle. Wir müssen den Planeten Erde von Atomwaffen befreien. Trotz der offensichtlichen, weitaus höheren Technologie, die diese Objekte besäßen, sei es nie zu einem direkten Angriff gegenüber der Besatzung der jeweiligen Raketenbasis gekommen. Seiner Ansicht nach ein gutes Zeichen, dass sie uns nichts Böses wollen. Im Gegensatz zu der US-amerikanischen Regierung und die der anderen Länder dieser Welt. Captain Salas glaubt, dass die Regierungen der Welt unterdessen fest entschlossen sind, außerirdische Begegnungen zu vertuschen. Er erinnere sich noch gut daran, seinen Vorgesetzten die Abschaltung von Atomraketen gemeldet zu haben. Ich ging in das Büro des Staffelkommandanten und fragte ihn als erstes, ob es sich um eine Art Luftwaffenübung handele. Er versicherte mir, dass dies nicht der Fall war und er hätte keine Ahnung, was oder warum es passierte. Unmittelbar danach sei ihm und seinem Kommandanten befohlen worden, Dokumente zu unterschreiben mit dem Befehl, dass sie niemals über das, was passiert sei, sprechen dürften.